Wir hatten insgesamt in den letzten Tagen sehr moderate Zunahmezahlen. Wir hatten Montag 22, am Sonntag 47, am Samstag 31 und am Freitag auch 47 zusätzliche Fälle, also immer im unteren zweistelligen Bereich. Wir haben eine Zunahme von Todesfällen. Da drückt sich natürlich auch aus, dass wir vor einiger Zeit einen Höchststand der Fälle hatten in Hamburg und dann die Entwicklung krankenhausbehandlungsbedürftig mit dann entsprechender teilweise auch Todesfolge. Wir haben nach den Untersuchungen von Professor Püschel 147 Todesfälle, die ursächlich auf die Erkrankung an Covid-19 zurückzuführen sind. Das Robert-Koch-Institut weist heute nur 142 aus. Das muss aber ein Verzug in der Registrierung beim Robert-Koch-Institut sein. Wir haben seit längerer Zeit auch abnehmende Krankenhausbehandlungszahlen. Wir haben heute nur noch 181 Hamburgerinnen und Hamburger in stationärer Versorgung. Davon werden 61 intensivmedizinisch betreut. Und wir haben ja mittlerweile einen recht guten Überblick über die Krankenhaussituation seit Beginn der Pandemie bis jetzt. Deshalb habe ich einmal analysieren lassen, die Zahlen der Krankenhausbehandlungen, die bis Ende vorletzter Woche, also bis zum 19. April, abgeschlossen waren. Und das sind 506 Fälle. Entschuldigung, 516 Fälle, also 516 Patientinnen und Patienten, deren Krankenhausbehandlung bis zu diesem Datum, 19.04., abgeschlossen war. Und von diesen Fällen sind 70% nach Hause entlassen worden. 10% sind verlegt worden in ein anderes Krankenhaus, manchmal in einem anderen Bundesland, in eine Reha-Einrichtung oder in ein Pflegeheim. 21% sind verstorben, das waren natürlich überwiegend alte Menschen. Wir hatten einen Höchststand der Krankenhausbelegung Ende März. Da waren 311 Betten belegt, davon 100 Intensivbetten. Das war also der Höchststand der benötigten Krankenhausbetten. Von allen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus sind knapp 24% auf der Intensivstation behandelt worden. Das waren 122 Fälle, davon sind 55 Fälle beatmet worden. 55 Fälle sind etwas über 10% aller Krankenhauspatienten. Die mittlere Beatmungsdauer war etwas über 9 Tage. Die mittlere Verweildauer im Krankenhaus war 8,4 Tage. Das gibt uns einen guten Überblick über Krankenhaushäufigkeit, über die Zeit der Krankenhausbehandlungen, auch über den Bedarf. Und wenn ich dann sehe, dass wir heute 180 Patienten im Krankenhaus haben mit der Diagnose Covid-19. Wir aber in Hamburg mittlerweile über 4.300 Betten freihalten für die Behandlung und 340 freie Beatmungsbetten haben in Hamburg, dann zeigt das, dass wir inzwischen 5-mal so viele freie Beatmungsbetten haben, wie aktuell gebraucht werden. Das hängt auch damit zusammen, dass wir unsere Kapazitäten da deutlich ausbauen konnten, von 640 auf 940 Beatmungsbetten. Es hängt aber eben auch damit zusammen, dass wir wenige Krankenhausfälle haben. Und selbst zum Höchststand unserer Krankenhausversorgung hatten wir immer noch 3-mal so viele Beatmungsbetten frei, wie akut gebraucht wurden. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch nicht vertretbar, dass wir in diesem Ausmaß auch andere Krankenhausbehandlungen nicht zulassen. Denn auch diese Patientinnen und Patienten haben ja ein Recht auf Krankenhausbehandlung. Deshalb ist bundesweit inzwischen eine Beratung darüber im Gang mit dem Bund und zwischen den Ländern, wie man die Vorgabe an die Krankenhäuser, planbare, verschiebbare Leistungen nicht durchzuführen, nachjustieren kann und muss. Und wir wollen versuchen, ländereinheitlich zu agieren. Ich schlage vor, dass wir einerseits sagen, wenn wir 10% der Krankenhausbetten, das sind 1.200 in Hamburg, und 25% der Intensivbetten, das sind über 200, dauerhaft reservieren,
mit der Möglichkeit, täglich nachzusteuern und die Kapazitäten hochzufahren und auch mit einem engmaschigen Reporting der Krankenhäuser, dass wir dann auf der sicheren Seite sind. Und ich bin der Meinung, wir sollten auch noch mal die Vorgaben für die Einzelfallentscheidungen der Krankenhäuser bei der Frage, welche Behandlung wird jetzt durchgeführt und welche wird verschoben, nachschärfen. Und aus meiner Sicht muss alles behandelt werden, was ansonsten zu einer Verkürzung der Lebenserwartung führen würde, zu einer Funktionseinschränkung bei den Patientinnen und Patienten oder zu lebensqualitätseinschränkenden Symptomen wie Schmerzen, Behinderung, Luftnot oder anderen Begleiterscheinungen führen würde. Und außerdem sind auch ohne Probleme Behandlungen durchführbar, die nach allen Erfahrungen längstens 3 Tage Krankenhausbehandlung erfordern und in der Regel auch nicht auf einer Intensivstation versorgt werden müssen. Und darüber befinden wir uns in Beratungen, weil ich glaube, wir müssen hier auch immer das richtige Maß finden, damit wir keine Schädigungen haben bei Patientinnen und Patienten, die behandlungsbedürftig sind, aber nicht an Covid-19 erkrankt. Und da sind die Zahlen, wie sehr die Behandlung zurückgegangen ist, schon durchaus besorgniserregend. Was die Pflegeeinrichtungen betrifft, so haben wir immer noch die Situation, dass von 150 stationären Pflegeeinrichtungen 14 von einem Ausbruch betroffen sind, also sprich mehr als 5 Bewohnerinnen und Bewohner sind positiv getestet. Das sind insgesamt 327 Pflegeheimbewohner. Wir haben in den letzten Wochen schon sehr starke Testungen, Reihentestungen in Pflegeeinrichtungen gemacht. Insgesamt sind 20 Pflegeeinrichtungen mithilfe unserer Fast-Track-Testung durch das Deutsche Rote Kreuz getestet worden. Es gibt eine Debatte noch auf der Bundesebene, wer die Kosten für diese Tests trägt in Pflegeeinrichtungen. Wir bemühen uns da um eine Refinanzierung, aber ich gebe auch die Garantie ab, dass diese Kosten nicht bei den Pflegeeinrichtungen landen werden, wenn es keine andere Kostentragung gibt, durch die Pflegeversicherung zum Beispiel oder die Krankenversicherung, dann wird der Senat die Kosten übernehmen. Wir haben in den letzten Tagen die Pflegeeinrichtungen noch mal verstärkt mit Schutzkleidung versorgt, weil wir ja auch die Maskenpflicht eingeführt haben in den Pflegeeinrichtungen. Und deshalb wurden in den letzten Tagen 700.000 OP-Masken und über 80.000 Stoffmasken an die Pflegeheime ausgegeben, auch an die ambulanten Pflegeeinrichtungen, die können sich beim Deutschen Roten Kreuz versorgen. Dort haben wir Schutzmaterial hingegeben.